Liebe Gemeinde, im Leben jedes Menschen gibt es Schlüsselereignisse, Schlüsselszenen. In diesen Situationen, da werden Entscheidungen getroffen, da werden Weichen gestellt, die sich für das ganze weitere Leben prägend auswirken, die maßgeblich sind für alle Wege, die danach kommen. Und was für den einzelnen Menschen gilt, das kann man genauso für die ganze Geschichte sagen, für die Weltgeschichte. Auch in der Weltgeschichte gibt es Schlüsselszenen, nach denen nichts mehr so ist, wie es vorher einmal war. Einige dieser Schlüsselszenen stehen auf den ersten Seiten der Bibel. Und eine davon wollen wir uns heute Morgen genauer ansehen. Und Sie merken schon, damit unterbrechen wir für einen Sonntag unsere Predigtreihe über den Epheserbrief, weil wir heute ja unter besonderen Umständen antreten, angesichts des Marathonsonntags und der Tatsache, dass es mit dem Raum nicht ganz klar war. Aber ich denke, wir werden sehen, dass dieser Bibeltext, mit dem wir die Predigtreihe einmal verlassen, dennoch einen Bezug dazu hat. In dieser Schlüsselszene geht es nämlich um eine Person, die auch im Epheserbrief bereits erwähnt wurde, nämlich in Vers 2. Kapitel 2, Vers 2. In Epheser 2, 2, da redete Paulus von dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und wir hatten gesehen, dass Paulus damit eine Person meint und in der Luft herrscht, Aeros, das griechische Wort, was da steht, das kann einmal bedeuten die ganz normale Luft, aber es kann auch bedeuten, und das meint es hier, die unsichtbare Welt. Die unsichtbare, für uns Menschen mit unseren normalen Messinstrumenten nicht zugängliche Welt, in der die Dämonen wirken. Zum Beispiel die Dämonen. Unsichtbare Finsternismächte, die hineinwirken in diese Welt. Das hat Paulus beschrieben. Und da begegnet uns nicht irgendwie ein veraltetes Weltbild, sondern Gott offenbart uns da eine Realität, ohne die wir die Grausamkeit dieser Welt gar nicht richtig verstehen könnten. Diese Welt ohne den Teufel zu verstehen, ist viel weniger plausibel und nachvollziehbar, als wenn man von einer Existenz des Teufels ausgeht. Und auch einige Kapitel später, darauf werden wir in einigen Wochen noch kommen, in Epheser 6, Vers 11, redet Paulus davon, dass wir bestehen sollen gegen die listigen Anschläge des Teufels. Also die Person, um die es auch in unserem Predigtext heute Morgen geht, die kommt auch im Epheserbrief vor. Und man kann noch mehr sagen, dieser Text, um den es heute Morgen gehen wird, das ist nicht nur eine Schlüsselszene aus der Geschichte, sondern das ist zugleich eine Fallstudie. Denn an diesem Text erkennen wir bestimmte Prinzipien, nach denen der Teufel bis heute vorgeht. Und diese Prinzipien sollten wir kennen, weil auch wir davon betroffen sein könnten und uns darauf einstellen müssen. Und damit rühren wir natürlich heute Morgen in unserer Predigt an ein Tabu. Für viele Zeitgenossen ist das Thema Teufel eine Sache, mit der man seine Zeit nicht verschwenden sollte, ein Gegenstand, über den kein rationaler, aufgeklärter, intellektueller Mensch nachdenken sollte, wie man sagt. Wenn vom Teufel die Rede ist, dann winken viele Leute lässig ab und sagen, wir sind doch nicht im Mittelalter. Und schon Goethe ließ seinen Mephisto bekannterweise sagen, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Und gerade das will der Teufel. Das will der Teufel, dass man nicht an ihn glaubt, dass man nicht mit ihm rechnet. Dann hat er nämlich umso leichteres Spiel, uns zu täuschen. Die Bibel aber redet an keiner Stelle an den heißen Themen vorbei. Sie redet nicht um den heißen Brei herum, sondern geht realistisch auf die Dinge zu. Und so eröffnet uns dieser Bibeltext, wenn man das so sagen darf, die Trickkiste des Teufels. Hier können wir das Handwerkzeug studieren, mit dem der Teufel versucht, Menschen zu zerstören und von Gott wegzuziehen. Hier lernen wir die Taktik, mit der er gegen uns vorgeht. Die Taktik des Teufels. Und wir wollen diese Verse jetzt zunächst lesen. 1. Mose 3, 1 bis 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe. Also Weibe bedeutet in dieser Luther-Übersetzung immer einen sehr ehrfurchtsvollen, höflichen Begriff für die Frau.
und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wir beten noch einmal. Allmächtiger Gott, und nun bitten wir dich, dass du uns lehrst durch dein Wort und uns Klarheit gibst, zu erkennen, an welcher Stelle wir besonders aufpassen müssen. Wir bitten um deinen Segen. Amen. 4 Schachzüge wendet der Teufel in dieser Gesprächssituation an. Und der erste Schachzug seiner Technik lautet Verstellung. Also wenn Sie mitschreiben wollen, erstens Verstellung. Der Teufel verstellt sich und diese Taktik ist bis heute aufgegangen. Man hat diese Geschichte mit der Schlange nicht weiter ernst genommen und in den Bereich der Fabel verwiesen. Schon Eva nahm die Schlange nicht ernst. Sie hat natürlich nicht an ein Märchen gedacht, weil sie das Tier mit eigenen Augen vor sich sehen konnte. Hier steht aber, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat und sprach zu dem Weibe, Eva sah dieses Tier, aber sah sie wirklich, was dahinter steckte? Offenkundig nicht. Wenn wir an Schlange denken, dann gehen wir immer aus von einem zischenden Biest, das offenbar gefährlich über den Boden zischt und kriecht. Aber so ist es dann ja auch später gekommen in 1. Mose 3. Können Sie das nachlesen in Vers 14, wo Gott zu der Schlange dann sagt, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus einem Vieh, auf allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. So ist es dann gekommen. Aber interessanterweise gibt es im Skelett der Schlange, darauf haben Biologen hingewiesen, Hinweise darauf, dass dieses Tier früher möglicherweise mal aufrecht gegangen ist. Ein ganz interessanter anatomischer Hinweis. Und angenommen, bitte versuchen Sie das mal zu denken, angenommen, der Teufel ist eine wirkliche Macht, eine personale Macht. Und Jesus hat das gesagt. Warum sollte der Teufel dann nicht in der Lage sein, durch ein Tier zu sprechen? Das ist typisch für den Teufel, dass er Gottes Schöpfung missbraucht. Er kann selber ja nichts kreativ hervorbringen. Er kann immer nur das missbrauchen, was Gott gemacht hat. Und im Neuen Testament ist es dann häufiger so, dass böse Mächte von Menschen Besitz ergreifen und durch diese Menschen sprechen. Das gibt es bis heute, dass ein Mensch wie von einer finsteren Macht getrieben wird. Dass ein Mensch Dinge sagt und tut, ja auch Laute hervorbringt, von denen er genau weiß, das bin nicht ich selbst. Aber ich kann mich nicht dagegen wehren. Es ist wie ein Zwang. Man kann das auch nicht dadurch verharmlosen, dass man sagt, ja, heute wissen wir das besser, heute wissen wir, das sind irgendwelche Psychosen. Damals haben die eben das noch nicht diagnostisch mitbekommen und deswegen sprachen sie von Besessenheit. Aber hier müssen wir sehr genau unterscheiden. Natürlich gibt es Schizophrenie. Schizophrenie, die einhergeht mit Halluzinationen, dass jemand Stimmen hört oder mit bestimmten Wahnvorstellungen. Das ist ein Krankheitsbild, das ist richtig. Und manche Phänomene der Schizophrenie sind auf den ersten Blick ähnlich gewissen Phänomenen, die sie auch in okkulten und spiritistischen Zusammenhängen haben. Auch das stimmt. Aber häufig sind auch Menschen betroffen, von denen niemand behaupten würde, dass sie schizophren seien. Und viele geben das auch sehr offen zu, dass sie hier von anderen Geistesmächten letztlich beeinflusst werden. Ich möchte nur 2 prominente Beispiele nennen und das an denen belegen. Und das erste Beispiel ist ein Mann, dessen Name ja in der letzten Zeit wieder häufiger genannt wurde, weil er auch in enger Verbindung mit Sigmund Freud stand, dessen 150. Geburtstag wir ja, naja, nicht gerade gefeiert haben, aber dessen 150. Geburtstag wir gedacht haben. Ich meine eben C.G. Jung. C.G. Jung beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit Parapsychologie und Okkultismus. Und man kann das in den Quellen nachlesen.
weisen. Er schreibt einmal, ich las sozusagen die ganze mir damals erreichbare Literatur über Spiritismus. Später schrieb er dann eine Dissertation über von ihm selbst durchgeführte spiritistische Experimente mit seiner Cousine. Das können Sie alles in den Quellen nachlesen. Und er sagt, alle meine Schriften sind sozusagen Aufträge von innen her. Sie entstanden unter einem schicksalhaften Zwang. Was ich schrieb, hat mich von innen überfallen. Der Geist, der mich bewegte, den ließ ich zu Wort kommen. Und an anderer Stelle heißt es wörtlich, es war ein Dämon in mir und der war in letzter Linie ausschlaggebend. Und wie gesagt, C.G. Jung meint das nicht in einem metaphorischen, bildlichen Sinne, also dass es wie eine Geistesmacht über ihn kam. Nein, er meint das wörtlich so, wie er es sagt. Und dann berichtet er über ein Ereignis aus dem Jahr 1916. Ich verspürte einen Drang zur Gestaltung. Ich wurde sozusagen von innen her gezwungen. Und so kamen dann die Septem Sermones ad Mortuos, also die sieben Reden an die Toten, zustande. Er sagt, es begann damit, dass eine Unruhe in mir war. Es war eine seltsam geladene Atmosphäre um mich herum und ich hatte das Gefühl, als sei die Luft erfüllt von gespenstischen Wesenheiten. Dann fing es an, im Hause zu spuken. Die Luft war dick. Da wusste ich, jetzt muss etwas geschehen. Das ganze Haus war angefüllt wie von einer Volksmenge, dicht voll von Geistern. Dann fing es an, aus mir herauszufließen und in drei Abenden war die Sache geschrieben. So bilden die Septem Sermones eine Art Vorspiel zu dem, was ich der Welt über das Unbewusste mitzuteilen hatte. Eine Art von Ordnungsschema und Deutung der Inhalte des Unbewussten. Also Jungs berühmte Lehre über das kollektive Unbewusste verdankt sich laut seiner eigenen Aussage okkulten Einflüssen. Ein anderes Beispiel für die Realität okkulter Phänomene hat Michael Ende uns gegeben, der berühmte Autor der Kinderbücher Die unendliche Geschichte oder Momo. Er hat in einem Interview im Jahr 1986 berichtet, wie ein seltsames Wesen, das in einem Olivenbaum saß, in der Nähe seines Hauses, ihn bei der Arbeit an der unendlichen Geschichte und an Momo beigestanden habe, wie er sagt. Und dann fügt er hinzu, zur Zeit wohnt in meinem Haus in Rom, also es war 1986, eine junge Malerin, die eine schwere Krebsoperation hinter sich hatte. Sie schlief in dem Zimmer, das vorher mein Arbeitszimmer war und vor jener Olive steht. Sie wusste nichts von meiner Beziehung zu diesem Dryas, also zu diesem seltsamen Wesen. Bei meinem letzten Besuch erzählte sie mir aber, dass aus jenem Baum ein Wesen, halb Mensch, halb Tier, ich erkannte es sofort, wieder zu ihr gekommen sei, als sie völlig verzweifelt war, sie getröstet und beruhigt habe und gesagt, du brauchst keine Angst mehr zu haben, es wird alles gut. Bei ihrem nächsten Klinikaufenthalt fanden die Ärzte zu ihrem freudigen Erstaunen und wider alle Erwartung keinen Grund mehr zu einer neuen Operation. Sie ist geheilt und arbeitet seitdem mit Lust und Liebe. Und an anderer Stelle in diesem Interview sagt Michael Ende, der Selbstständige und Mutige kann vom Teufel allerhand lernen, denn der Teufel selbst ist, wie schon Mephisto sagt, alt und weiß viel. Zitat Ende. Ich denke, zwei unverdächtige Zeugen, die deutlich machen, dass es bestimmte Phänomene heute genauso gibt und dass viele trotzdem das nicht wahrnehmen, dass man auch in der ganzen Diskussion über C.G. Jung etwa diesen Aspekt völlig unterschlagen hat, obwohl die Quellen eindeutig zutage liegen. Eva sieht auch erstmal nur die Schlange. Ein geschmeidiges, ästhetisches Tier. In diesem ersten Satz wird die Schlange auch positiv beschrieben. Wenn es da heißt, die Schlange war listig, dann lesen wir immer gleich mit, was wir alles so noch wissen über die Schlange. Aber das hebräische Wort hier heißt einfach erstmal klug. Sie war klug. Und das missbraucht der Teufel. Eva hätte ja ganz anders reagiert, wenn der Teufel sich persönlich mit Donnergrollen und Gruselgesicht und dicken Hörnern vorgestellt hätte, nach dem Motto, gestatten, ich bin der Teufel, ich will dich von Gott wegziehen, dann wäre sie dem bestimmt nicht auf den Leim gegangen. Aber der Teufel arbeitet, und das ist der erste Schritt in seiner Taktik, mit Verstellung. Das ist seine einzige Chance. Schon Jesus hat es gesagt, in Johannes 8, Vers 44, seid wachsam, der Teufel ist der Lügner. Jesus hat gesagt, er ist der Lügner von Anfang an. Und wie sich die Zeiten ändern, so ändert sich auch die Verstellungstaktik des Teufels. Der Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat das mal in seinen berühmten Screwtape Letters, in den fiktiven Briefen eines älteren Teufels an einen seiner Mitarbeiter, an einen Unterteufel, so ausgedrückt, wie der Unterteufel nun die Aufgabe bekommt, sich zu verstellen, damit die Menschen nicht an seine Existenz glauben. Und da heißt es dann in dieser Anweisung, ich nehme nicht an, schreibt der Oberteufel an den Unterteufel, dass du Schwierigkeiten hast, deinen Patienten über deine Existenz in Dunkelheit zu halten. Die Tatsache, dass die Teufel in der Verstellung der modernen Menschen, in der Vorstellung der modernen Menschen lächerliche Figuren sind, wird dir sehr nützlich sein. Sollte sich je die leiseste Vermutung über deine Existenz im Herzen deines Patienten regen,
dann zeige ihm im Geist das Bild von etwas in eng anliegendem roten Anzug und überzeuge ihn davon, dass er zumal an dieses rot gekleidete Wesen nicht glauben kann, er auch ganz einfach nicht an deine Existenz zu glauben vermag. Das ist die Verstellungstaktik des Teufels. Das ist die moderne Spielart der Verstellung. Der Teufel lässt uns glauben, dass es keinen Teufel gibt. Und damals hat er sich eben hinter ein Tier gesteckt. Aber der Teufel verstellt sich nicht nur, was seine Person angeht, sondern er verstellt sich auch im Hinblick auf seine Absichten. Eva, sage Gott ab, verfluche ihn, wirf dein Gottvertrauen über Bord. Hätte er das mal gesagt? Hat er aber nicht. Im Originalton klingt das ganz anders. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Der Teufel beginnt mit einer theologischen Diskussion. Wir haben das vorhin in der Lesung von Bruder Nordzig gehört. Als der Teufel Jesus in der Wüste angreift, da zitiert er sogar die Bibel. Und so tut er hier, als würde er mit Eva einfach über ein religiöses Thema verhandeln wollen. Er fragt sich vorsichtig heran, ja, sollte Gott gesagt haben, hast du da nicht vielleicht was missverstanden? Kann das denn sein, dass Gott so streng ist und ein Verbot hier aufstellt? Und jetzt sehen Sie mal hin, was diese Frage auslöst. Der Teufel sät einen leisen Zweifel. Er lenkt Evas Gedanken, Evas Herz vorsichtig in Richtung Misstrauen. Und seitdem gehört der Zweifel zur Grundausstattung des Menschen dazu. Das ist der erste Erfolg, den der Teufel landet. Er sät einen leisen Zweifel. Die Verstellung klappt. Er stellt sich freundlich, harmlos dar. Die kleine Spritze wirkt. Und so mündet der erste Schachzug Verstellung in einen zweiten Schachzug. Und das ist zweitens Verwirrung. Jesus hat diese Taktik des Teufels plastisch beschrieben. In Lukas 22, 31 sagt Jesus mal zu Petrus, der Teufel will euch sieben wie den Weizen. Das ist Verwirrung. Er will euch durchschütteln, wie man Getreide durchschüttelt. Er will eure Gedanken verwirren, eure Gefühle durcheinander bringen. Er ist der große Diabolos, wie es im Griechischen heißt, also der Durcheinanderwerfer. Und genauso macht er es hier mit Eva. Eigentlich ein kleiner Trick nur. Der Teufel wendet eine Technik an, die wir manchmal im Wahlkampf auch studieren können. Er zitiert falsch. Natürlich hatte Gott nicht gesagt, wie er das hier behauptet, alle Früchte sind euch verboten. Sondern was hatte Gott gesagt? Das kann man ja im Kapitel vorher nachlesen. 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Da sagt Gott, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm essest, musst du des Todes sterben. So stand es im Original. Und jetzt vergleichen Sie mal, was der Teufel draus macht. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Gott hatte genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ihr sollt essen von allen Bäumen im Garten, nur eben von dem einen nicht. Und diese Methode, die funktioniert. Der Teufel stiftet Verwirrung, indem er Gottes Wort einfach falsch zitiert. Und indem er Gott hinstellt als den großen Spielverderber des Lebens. Und bis heute lässt das der Teufel die Leute glauben. Wenn du Christ wirst, dann werden alle Freuden deines Lebens gestrichen. Wie viele Zeitgenossen lehnen Gott ab, weil sie ganz abenteuerliche Vorstellungen von dem Willen Gottes und von den Aussagen der Bibel haben? Der Teufel lässt die Leute glauben, die Bibel sei frauenfeindlich, die Bibel sei unwissenschaftlich, die Bibel sei völlig unverständlich, die Bibel sei historisch unzuverlässig, sie sei veraltet und was auch immer. Uns wird das nicht von einer Schlange gesagt. Manchmal benutzt der Teufel statt wohlaussehender Tiere auch wohlklingende Theologen. Die kommen dann im Mäntelchen des Experten daher und fragen uns, ach du moderner Mensch, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es einen Teufel gibt? Das ist doch nur Erfindung. Ach du lieber Leser, die Bibel ist doch ganz unglaubwürdig. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Ehebruch Sünde ist, der will euch doch nur euer Vergnügen mies machen. Sollte Gott wirklich so primitiv sein und uns vorschreiben, dass es nur einen einzigen Weg zur Rettung gibt, dass Jesus der einzige Weg zum Himmel sei, das kann doch wohl nicht sein. Sollte der ewige Gott denn so menschlich sein, dass er durch ein Buch mit Worten und Sätzen schwarz auf weiß geschrieben zu uns redet, sollte er das nötig haben? Sollte Gott es nötig haben, Wunder zu tun, um seine Macht zu beweisen? Und sollte Gott gar so engstirnig sein, bedenke doch, der unendlich große Gott, sollte er so engstirnig sein, uns an fest umrissene Gebote zu binden? Der Teufel stiftet Verwirrung. Sollte Gott gesagt haben. Und wie reagieren wir auf diese Einflüsterungen?
Eber zeigt Wirkung. Die Verwirrungstaktik geht voll auf, auch wenn es zunächst noch so aussieht, als ob sie stark bliebe. Schauen Sie mal, die verteidigt Gott sogar. Aber der Pfeil sitzt trotzdem. Eva, der Teufel wirft ihr praktisch den Ball zu und Eva fängt diesen Ball willig auf. Sollte Gott gesagt haben, dieser Gedanke nistet sich ein und er lässt die Frau nicht mehr los. Denn sonst würde sie antworten, so ein Unsinn. Was erzählst du hier? So ein Unsinn. Gott meint es gut mit uns. Er hat uns so gut mit allem versorgt. Lass mich in Ruhe und hör auf, Gott hier in ein schiefes Licht zu rücken. Und im Übrigen hast du falsch zitiert. Nein, Eva ist schon verwirrt und Eva zitiert selbst falsch. Sehen Sie in Vers 2 und 3. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Eva lässt etwas weg und Eva fügt etwas hinzu. Zunächst mal hätte sie eigentlich sagen müssen, wir dürfen von allen Früchten der Bäume im Garten essen. Das sagt sie nicht. Das alle lässt sie weg. Sie schmälert gewissermaßen Gottes Güte. Sie sagt einfach, wir essen hier von den Früchten der Bäume im Garten. Aber noch deutlicher ist, was sie hinzufügt. Sie erweitert Gottes Gebot. Gott hatte nur gesagt, esst nicht von diesen Früchten dieses einen Baumes. Und sie fügt noch prompt hinzu, esst nicht und berührt sie auch ja nicht. Hatte Gott gar nicht gesagt. Fügt sie einfach hinzu. Sie fängt schon an, hineingezogen in diesen seltsamen Dialog mit der Schlange, leicht und leise und kaum merklich das Wort Gottes selbst zu verändern. Der Teufel zitiert falsch und prompt zitiert Eva auch falsch. Und damit hat der Teufel in ihrem Herzen schon einen Fuß in der Tür. Wenn er uns dazu bringen kann, dass wir Gottes Wort durch unsere eigenen Gedanken verändern, wenn er uns dazu bringen kann, dass wir nicht mehr genau hinsehen, was Gott wirklich gesagt hat in seinem Wort, dass wir es erweitern, dass wir es verkürzen, dann kommen wir ins Schleudern. Und dann ist nicht mehr klar, was wirklich gilt. Ich denke, Eva macht das nicht bewusst. Bestimmt nicht, aber es ist das schleichende Gift der Teufelsfrage, das zu wirken beginnt. Sollte Gott gesagt haben. Sie lässt sich in diese Diskussion hineinziehen und sie flüchtet nicht zu Gott. Sie berät sich auch nicht mit Adam, was ja auch nahegelegen hätte. Aber was kann man machen? Was kann man machen, wenn diese Frage aufkommt im eigenen Herzen? Sollte Gott gesagt haben? Das wird uns ja nicht nur eingeflüstert, das wird uns in die Ohren geschrien in unserer Gesellschaft. Was sollen wir dann tun? Zunächst mal ist es wichtig, dass wir uns die Gefahr bewusst machen, die in dieser Frage liegt. Sollte Gott gesagt haben, wer sich darauf einlässt und Gott hinterfragt, der betreibt nicht nur einfach ein bisschen Gedankenspielerei. Wer die Bibel bezweifelt, der sitzt nicht mehr am grünen Diskussionstisch, sondern der bewegt sich längst auf einem Minenfeld. Es ist etwas anderes, wenn ein Mensch aufrichtige Fragen hat, wenn ein Mensch die Wahrheit herausbekommen will. Dazu ermutigt die Bibel ausdrücklich, dass wir ernst gemeinte Fragen stellen, dass wir alles anstellen, um die Wahrheit herauszubekommen. Wir sollen nicht unsere Fragen, die aufkommen, einfach verdrängen, sondern wir sollen sie klären. Und wenn Eva etwa zu Adam gesagt hätte und gesagt, du hör mal her, was mir hier eingeflüstert wurde, stimmt das denn? Das kann doch nicht sein. Was sagen wir darauf? Dann wäre das Ganze etwas anderes gewesen. Wir müssen Fragen, auch intellektuelle Fragen, auch existenzielle Fragen, die uns aufkommen, klären. Mit Gottes Hilfe und vor der aufgeschlagenen Bibel. Aber hier passiert etwas anderes. Hier wird nicht ehrlich und aufrichtig eine Frage geklärt, sondern hier gibt Eva dem Misstrauen nach, das sich langsam in ihr Herz hineinschleicht. Das ist es. Sie gibt dem Misstrauen nach. Sie hinterfragt Gott selbst. Sie bezweifelt ihn. Und sie merkt das nicht einmal. Sie überblickt nicht mehr, was geschieht. Und während man den Eindruck hat, der Teufel liegt schon auf der Lauer, er hat gewissermaßen den Finger schon am Abzug, glaubt Eva immer noch an eine unverbindliche religiöse Unterhaltung. Und deshalb trifft es sie dann völlig unvorbereitet, als der Teufel zum dritten Schlag, zum dritten Schachzug ausholt. Stufe 1 war die Verstellung, Stufe 2 war die Verwirrung und jetzt kommt Stufe 3, die Verleumdung. Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zum Weibe. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Merken Sie? Aus der vorsichtigen Frage, sollte Gott gesagt haben, wird jetzt die freche Behauptung, Gott hat gelogen.
Gott hat gelogen, sagt die Schlange. Er hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, aber mitnichten. Das Gegenteil ist der Fall. Ihr habt euch in das Licht führen lassen. Wacht endlich auf aus eurem Traum, dass Gott euch lieben würde. Glaubt das doch nicht. Merken Sie, wie in diesen Worten der Teufel seine harmlose Maske endgültig ablegt. Er entpuppt sich jetzt hier erst als der Widersacher Gottes und er treibt Eva in die offene Rebellion hinein. Das ist der entscheidende Schritt hier, Vers 4 und 5. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gott hat euch belogen. Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Und was macht der Teufel hier? Er verleumdet Gottes Wort in Vers 4. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das stimmt nicht, was er gesagt hat. Und er verleumdet Gottes Wesen in Vers 5. Gott meint es nicht gut mit euch. Gott hat allen Grund dazu, euch klein zu halten, euch dumm zu halten. Er fürchtet um seine eigene Macht. Ihr müsst endlich aus eurer Unmündigkeit aufwachen und aufbrechen. So wirkt das Gift der Verleumdung. Das erleben wir ja oft ganz analog, ganz ähnlich im zwischenmenschlichen Bereich. Nehmen Sie an, da hat ein Chef einen guten Mitarbeiter, der ist zuverlässig und einsatzbereit. Und dann flüstert ihm einer ein, du, der strengt sich nur so an, weil er sich lieb Kind bei dir machen will. Der will sich nur einschmeicheln, weil er sich persönliche Vorteile davon verspricht. Und wenn der Chef dem nachgeht, was wird die Folge sein? Er wird argwöhnisch werden. Er wird den Mitarbeiter plötzlich mit ganz anderen Augen ansehen und alles auf die Goldwaage legen und sagen, na, ob der es wirklich so gut meint? Oder entgegengesetzter Fall, da kümmert sich ein Unternehmer wirklich voller Verantwortung um seine Leute, fast wie ein Vater. Und dann flüstert den Angestellten einer ein und sagt, das ist doch ein Schlitzohr, der macht das doch nur, damit er euch besser ausnutzen kann. Der missbraucht euch doch nur und spielt hier den freundlich Sozialgesonnenen. Und wo dieser Zweifel fruchtbar wird, wo er auf ein offenes Ohr trifft, da fängt Misstrauen an zu wachsen. Verleumdung führt zu Misstrauen. Und das Ganze ist wie ein Teufelskreis. Und so arbeitet der Teufel hier. Er verleumdet Gottes Wort, er verleumdet Gottes Person. Und sehen Sie, das hängt immer ganz eng zusammen. Wer anfängt, Gottes Wort anzugreifen, landet früher oder später auch dabei, dass er Gott selbst angreift. Gucken wir uns diese beiden Lügen nochmal kurz an. Die Lüge 1 heißt, Gott hat gelogen. Ihr werdet sterben, hat er gesagt, aber ihr werdet nicht sterben. So ernst ist Gott nun auch wieder nicht zu nehmen. Ob man ihm nun haarklein gehorcht oder auch nicht, also bitteschön, darauf kommt es nun wirklich nicht an. Ihr nehmt Gott viel zu ernst. Ein bisschen Religion ist ja in Ordnung, Gottes Gebote mögen ganz hilfreich sein, sofern man sie der heutigen Zeit ein wenig anpasst und da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was ändert, aber sie sind ja ganz hilfreich. Aber wenn du sündigst, so viel kann dir auch nicht passieren. Und was heißt überhaupt sündigen? Ist ja Ansichtssache. Der eine ist eben etwas empfindlicher in seinem Gewissen als der andere. Die Botschaft dieser Verse lautet, es gibt Sünde ohne Reue. Es gibt Sünde ohne Reue. Du kannst machen, was du willst und du musst keine Angst haben vor den Folgen. Du musst Gott auch nicht unbedingt gehorchen. Du kannst ihn von seinem Thron runterziehen. Du musst nur ein bisschen Mut haben und ein bisschen Selbstvertrauen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Das steckt hinter der ersten Lüge. Und die Lüge 2 ist dann der nächste Schritt. Du kannst nicht nur Gott vom Thron runterziehen, du kannst dich sogar selber auf den Thron raufsetzen. Und genau das will Gott verhindern, Eva. Das will Gott verhindern, denn er weiß, wenn du davon isst, dann wirst du ihm sehr, sehr ähnlich werden. Er ist kein lieber Gott, er will dich dumm halten, er will dich unter der Knute. Und wenn du jetzt reinbeißt in diese Frucht, wir wissen ja gar nicht, was für eine Frucht es war, wenn du jetzt zugreifst, dann werdet ihr sein wie Gott. Göttin Eva und Gott Adam. Eine seltsame Vorstellung. Und mit dieser Masche ist der Teufel bis heute relativ erfolgreich. Diese Melodie ist immer noch ein Hit. Du kannst Gott vom Thron runterziehen und kannst dich selber auf den Thron draufsetzen. Das ist der tiefste Wunsch, den der Teufel für sich selbst hatte im Übrigen. Sein wie Gott. Das war im tiefsten der Wunsch des Teufels selber. Das war der Grund für Luzifers Rebellion. Sein Hass gegen Gott und sein elender Drang, selber bestimmen zu wollen und selber göttlich im Mittelpunkt zu stehen. Und sehen Sie, die Miniaturausgabe dieses Wunsches hat der Teufel damals in das Herz des Menschen gelegt. Setz dich selber auf den Thron, du kannst es selbst, du weißt es selbst. Du brauchst Gott nicht als deinen Herrn, höchstens so als Helfer am Rande. Du kannst selber entscheiden, du wirst selber wissen, du machst es selbst. Der Kult um das Selbst, der Kult um das Ich. Der Teufel weiß, wie verliebt wir in dieses Wörtchen Selbst sind. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstgeltung und so weiter.
Und so fällt diese Verleumdungskampagne in Evas Herz auf richtig fruchtbaren Boden. Gott lügt, die Bibel stimmt nicht und das andere, Gott verdient kein Vertrauen. Man fragt sich ja, warum hatte Gott das gemacht mit dem Baum? Da werden wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher drüber reden, aber ich will jetzt so viel sagen, Gott wollte, dass Adam und Eva Vertrauen lernen. Gott wollte, dass sie ihm gern gehorchen. Gott wollte, dass sie zugeben, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Wir sind Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Wir sind die Mitarbeiter und er ist der Chef. Wir sind die Kinder und er ist der Vater. Gott wollte, dass sie sich gern seiner Führung anvertrauen. Dass sie auch ihre eigene geschöpfliche Grenze anerkennen. Und dass sie gern einwilligen in seine Führung und in die Geborgenheit, die er uns damit schenkt. Und in den Glanz, den er damit unserem Leben verleiht. Aber Eva will ihr Glück selbst in die Hand nehmen. Und darum fällt sie schließlich dem Teufel wie eine reife Frucht in die Hände und von Adam gar nicht zu reden. Merken Sie, der kommt die ganze Zeit nicht vor. Als ob er stumm wäre oder blind wäre. Der greift nicht ein, der packt nicht zu, der wird nicht wach. Der trottet nur einfach dämlich hinterher. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schachzug des Teufels. Jetzt, wo sie die teuflische Verleumdung zu glauben beginnt. Jetzt, wo der Teufel so etwas wie einen Brückenkopf in ihrem Herzen aufgebaut hat. Da ergibt sich der letzte Schritt des Teufels wie von selbst. Nach der Verstellung, der Verwirrung und der Verleumdung folgt am Ende die Vereinnahmung. Die Vereinnahmung, und die sehen wir in Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Ja, ist einfach. Merken Sie, Eva war ja innerlich schon angefressen. Sie hatte Gott schon misstraut und jetzt fällt sie dem Widersacher wie eine reife Frucht in die Hände. Erst hatte dieser Brückenkopf in ihrem Herzen Bestand, der Brückenkopf des Teufels in ihrem Herzen. Und dann hatte er gewissermaßen über diese verbotene Frucht Eingang in die Mundhöhle gefunden. Aber hier muss die Schlange schon gar nichts mehr sagen. Ihre Arbeit ist eigentlich getan. Sie kann sich zurückziehen. Den Rest macht Eva ganz allein. Sie selbst. Sie selbst tut, was der Teufel will. Das ist so ähnlich mit einem Fisch, der mal angebissen hat an der Angel. Und wenn er einmal dran ist und sich weiter bewegt, dann dreht er sich immer tiefer selber rein. Und so ähnlich ist das mit Eva. In dem Augenblick, wo unser Herz weg ist von Gott, da hat der Teufel leichtes Spiel mit uns. Und jetzt wird die Frau vereinnahmt mit Haut und Haaren. Von wegen Selbstbestimmung, ne? Mit allem, was zu ihr gehört, läuft sie in der Bahn, die der Teufel ihr vorgezeichnet hat. Da ist einmal ihr Körper beteiligt. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dann ihre Augen, ihr ästhetisches Empfinden. Und sie sah, dass er schön anzusehen wäre. Also sie will es essen, sie genießt es mit ihrem Sinn für Ästhetik. Dann der Intellekt ist beteiligt, und weil er klug machte. Also es geht um Klugheit, um das Denken, um die Lust der Augen, um die Ästhetik. Es geht um das Essen, also die ganz normalen körperlichen, physischen Bedürfnisse. Die ganze Eva mit allem, was sie ausmacht, ihrem Denken, ihrem Empfinden, ihrem Hunger, allem, was dazu gehört, ist hier im Einsatz. Sie ist fasziniert. Vorher hatte sie sich vor der Sünde gefürchtet, jetzt ist sie davon fasziniert. Und sie steht vor dieser Frucht wie die Kinder vor dem Weihnachtsbaum. Und noch immer deckt der Teufel seine Karten nicht auf, denn er will ja vereinnahmen. Und über die vereinnahmte Eva wird der Adam gleich mit einkassiert. Die Schlange ist längst verschwunden, aber sie hat Eva so total unter Kontrolle, dass Eva jetzt wie ferngesteuert zum verlängerten Arm des Teufels wird. Denn Eva gibt jetzt dem Adam diese, im wahrsten Sinne des Wortes, teuflische Frucht. Und was macht Adam? Wir lesen nicht, dass er zögert. Wir lesen nicht, dass er diskutiert, wir lesen nicht, dass er sich irgendwie noch sträuben würde, sondern hier stehen nur die drei blamablen Worte und im hebräischen Grundtext sind es noch weniger und er aß. Das ist alles. Und was für eine grausame Lüge hatte der Teufel der Eva eingeflüstert. Ihr werdet Götter sein, hatte sie versprochen. Und tatsächlich wurden die beiden willfährige Werkzeuge in der Hand Satans, vereinnahmte Menschen. Aus Menschen, die Gott in besondere Aufgaben einsetzen wollte, auf Menschen, die Gott als seine Ebenbilder geschaffen hatte.
mit dem er in enger, vertrauensvoller Gemeinschaft leben wollte. Da werden jetzt entblößte Kreaturen. Da werden verunsicherte Leute daraus, die sich plötzlich auch voreinander schämen. Die plötzlich auch die Unbefangenheit und Unschuld voreinander verlieren und die jetzt sich voreinander schämen und die flüchten und sich verstecken vor Gott. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Das war bis dahin überhaupt kein Problem gewesen. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und jetzt von da an sind sie auf der Flucht. Und wo alles gelaufen ist, da merken sie, dass das Teufelsversprechen eine Lüge war. Wo alles gelaufen ist, da wird aus Faszination Ernüchterung und Entsetzen. Und dann, Sie wissen, wie es weiterging, folgt es Schlag auf Schlag. Die Angst, der Hass, die Schmerzen, die Mühsal, der Tod taucht am Horizont auf, die Schwierigkeiten der Geburt, die Mühe der Arbeit. Es ist alles kaputt gemacht. Und einer ihrer Söhne, Kain, wird dann zum Brudermörder. Einmal ist das Gift in die Welt hineingekommen. Und dann hat es alles vergiftet. Und der Apostel Paulus wird dann sehr viel später schreiben im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Mit einem hat es begonnen und dann wurden alle mit hineingezogen. In diesen Abfall, alle mit hineingezogen, in den Aufstand gegen Gott. Wir haben die Taktik des Teufels heute in 4 Stationen beschrieben. Wir haben gesehen, wie Eva sich darauf einließ. Der Teufel verstellt sich, der Teufel verwirrt uns, der Teufel verleumdet Gott und dann vereinnahmt er den Menschen. Und seit diesem Bruch damals ist nichts mehr, wie es vorher war. Aber trotzdem gibt es eine Chance für uns. Und die Frage ist, wie können wir uns wehren? Wie können wir uns wehren gegen diese Attacken, denen wir ja auch als Christen noch ausgesetzt sind? Was können wir tun? Dazu 2 praktische Hinweise zum Schluss. Was hat Jesus gemacht? Als der Teufel ihn angriff, ihn abbringen wollte von seinem Weg, da hat der Herr Jesus sich 3-mal gewehrt mit den Worten, es steht geschrieben. Er hat den Teufel mit der Bibel zurückgeschlagen. Und genauso wird Paulus das in Epheser 6, wohin wir demnächst noch kommen werden, so Gott will, wird Paulus das sagen, wir sollen gegen die Angriffe des Teufels das Schwert des Geistes verwenden, welches ist das Wort Gottes. Und darum, liebe Gemeinde, ist es so lebensnotwendig, dass wir unsere Bibel kennenlernen. Dass wir wirklich eine bibellesende und mit der Bibel lebende Gemeinde sind. Dass wir auch mit den einzelnen Aussagen des Wortes Gottes vertrauter werden, dass wir unseren Blick schärfen lassen durch die Bibel, auch für die aktuellen Herausforderungen des Zeitgeistes, dass wir uns durch Gottes Wort leiten und stärken lassen und dass wir erkennen, wo der Teufel uns auflaufen lassen will, wo wir schief liegen, wo wir uns getäuscht haben, wo wir irgendwelchen Propagandalügen aufgesessen sind, dass wir es lernen, die Bibel zu verstehen und ihr zu gehorchen und mit ihr zu leben. Und darum ist uns das so wichtig, dass wir die Bibel im Mittelpunkt haben, im Gottesdienst. Die Bibel im Mittelpunkt haben, natürlich in der Bibelstunde. Also, das ist das Erste. Gottes Wort ist der größte Schutz, den wir haben und den wir anwenden sollen, Tag für Tag. Und dann ein 2. praktischer Hinweis. Wenn jemand sagt, gut, ich will das lernen, ich will die Bibel noch besser kennenlernen, aber ich fühle mich manchmal noch so hilflos. Die Bibel gibt uns noch eine weitere Antwort. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, sagt uns Gott, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und wir fragen, wie soll das gehen? Woher soll ich die Kraft nehmen? Auch dafür gibt es eine Lösung. Denn dieser Satz, widersteht dem Teufel, der ist eingerahmt von 2 anderen Sätzen. Vor diesem Satz in Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerft euch Gott. Und dann folgt der Satz, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und danach steht der Satz, nochmal naht euch zu Gott. Rückt nahe an Gott heran, dann naht er sich zu euch.
Verstehen Sie, das ist die eigentliche Anweisung. Wir sollen nicht fixiert sein auf den Teufel. Wir sollen nicht ein Gespräch mit dem Teufel führen. Wir sollen nicht das Thema Okkultismus und Spiritismus ständig irgendwie behandeln und hinter jedem Busch den Teufel vermuten. Sondern dieses Widerstehen geschieht vor allem dadurch, dass wir uns Gott unterwerfen, dass wir uns ihm nahen, dass wir sagen, Herr, bewahre mich. Herr, gib mir einen wachen Verstand, dass ich die Herausforderung erkenne. Herr, ich flüchte mich in deine Gegenwart und ich vertraue mich deinem Schutz und deiner Führung an. Es gibt keine neutrale Zone, nach dem Motto, auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite der Teufel und dazwischen irgendwo wir. Nein, wir gehören entweder dem einen oder dem anderen. Und darum sagt die Bibel, unterwerft euch Gott, flüchte dich immer wieder zu ihm hin und liefere dich dieser einen Macht aus, die den Teufel besiegt hat. Darum ist es so großartig, dass die Bibel immer wieder fröhlich und siegesgewiss ausruft, dass Jesus der Herr ist. Zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes offenbart worden, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oder 1. Johannes 4, Vers 4. Da schreibt Johannes zu den Christen, ihr seid aus Gott Kinder und habt die Welt überwunden. Denn der, der in euch ist, nämlich Jesus, ist größer als der, der in der Welt ist. Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 15, dass Christus die Mächte der Finsternis völlig entwaffnet hat. Dass er sie gewissermaßen bloßgestellt hat und dass er einen Triumphzug aus ihnen gemacht hat. Und da ist im Hintergrund diese Sitte, von der ich schon mal erzählt habe, dass wenn Imperatoren, wenn Generäle nach Hause kamen nach siegreicher Schlacht, dann haben sie die gefangenen Feinde auf offenen Wagen in Käfigen gewissermaßen durch die Stadt fahren lassen und die jubelnde Menge hat ihnen zugerufen, wir haben gesiegt. Sie haben einen Triumphzug aus den besiegten Feinden gemacht. Und dieses Bild greift Paulus auf in Kolosser 2, Vers 15 und sagt, das hat Jesus gemacht. Er hat die Mächte entwaffnet, er hat sie bloßgestellt, er hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht. Nämlich dadurch, dass er am Kreuz das Rückgrat des Teufels gebrochen hat, indem er für unsere Schuld starb. Und am Ostermorgen die letzte Waffe des Teufels, den Tod, besiegt und überwunden hat durch seine Auferstehung. Er ist unsere Zuflucht. Und das will ich zum Schluss sagen, schon hier in diesem dritten Kapitel, 1. Mose 3. Hier, als alles zu zerbrechen scheint, schon hier deutet Gott an, dass Jesus kommen wird. Schon hier in 1. Mose 3 steht dieser großartige Hinweis, dass er einen schicken wird und dass ein Same der Frau kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat Jesus getan. Er wurde geboren von einer Frau, wurde Mensch, kam hinein in diese Welt. Und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat die Macht des Satans auf ewig besiegt. Und darum ist er unsere Rettung. Darum ist er unsere Zuflucht. Und darum können wir uns auf ihn verlassen, dass er uns sicher auch durch unser Leben führt. Wer zu Jesus gehört, braucht sich vor der Taktik des Teufels nicht mehr zu fürchten. Amen.